Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS22 hier aus Siegem Studio. Mein Name ist Master Schnuder und ja, wir sehen hier unsere Schweine in sämtlichen Farbenformen und wie sie auch immer sind und schlafend, liegend, ähnliches. Ich habe einen ganzen Anhänger Stroh jetzt schon mal hineingebracht, aber ich habe zwei weitere neue Mods hinzugenommen, die eventuell auch ganz geckig werden könnten, die wir mal ausprobieren müssen, ob die funktionieren. So. Also erstmal Motor starten. Ich muss nämlich mit dem Kameraden hier mal ganz kurz weg. Weil dann muss ich da auf dem Trigger was ausprobieren. Es gibt nämlich einen Mod, mit dem man Ballen aufschneiden kann. Das ist aber auch wahnsinnig gut in die Brüste, muss ich immer hindern. Und diese dann im aufgeschnittenen Zustand, ja, dort, was auch immer damit dann passiert. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt so Stroh einfach im geschnittenen Zustand. Ich würde mir einfach mal jetzt hier einen Ball mitnehmen. Ach, die kommt rein. Wie denn her? Das sieht ja ganz verständlich aus. So, gut, also wir werden mal einen Strohballen. Genau. Auslagern. So. Dann kann ich ihn da draufstecken. Sehr schön. So, nehmen wir den mal mit. Dahin und legen ihn aufs Trigger. Wenn er instant verschwindet, dann ist auch gut. Wenn nicht instant verschwindet, naja, dann müssen wir gucken, ob wir das ausschneiden, dann ob er dann verschwindet. Weil instant verschwinden wäre natürlich mir am liebsten. Das muss ich schon dazu sagen. So. Mal schicken zurück. So. Ah, den kann ich jetzt gar nicht anfassen hier mehr, weil ich ihn drauf gesteckt habe. Alles klar. Runter da. Ja. Ach, du verschwindet instant. Ja, das geht ja dann auch. Das hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, ich müsste die Ballen dort dann. Oh gut. Ja, wenn der instant. Okay, dann brauchen wir die Mutti anscheinend. Jetzt los. Ob die sitzt? Oder? Hat sich in die Kante gebildet. Oh Mann, war auch nicht schlupf, hier auf der Kleine. So, gut. Erstmal zu dem. Der Anhänger ist erstmal, oder beziehungsweise das haben wir ausprobiert. Dann habe ich noch einen Mod installiert, der ist aber eher organisatorischer Natur für mich. Den müsste ich hier finden. Und zwar müsste es hier irgendwo jetzt ein, da. Ganz oben gibt es den sogar. Oben. Oh. Das Farming ist jetzt auch noch, also es hat sich ein bisschen die Reihenfolge geändert. Und zwar kann ich hier Einträge hinzufügen für bestimmte Felder. Ne, kann ich hier sagen, welches Feld ich ganz gerne haben möchte. Kann man alle möglichen Felder auswählen und. Aktuelle Fruchtkalken notwendig. Was man alles machen muss, damit ich das dann einmal einstellen kann, was ich, welche Frucht ich auf welchem Feld habe. Muss ich mal gucken, dass wir dann da die Einträge machen, damit wir dann nicht immer wieder rumrätseln, was wollte ich denn wo haben und wir einen Plan haben, gucken können, da und da war ich schon, das haben wir schon erledigt. So, ich stehe bereit zur Hirseernte. Ich habe, ich weiß nicht, ob ihr das noch im, ob ich das in der Aufnahme gemacht habe oder danach, ich habe zwei Aufträge, oh hier, guck mal, da fällt 51 an, das ist mit, was ist da drauf? Tüffeln, nee, top karton möchte ich nicht. Obwohl das mit 6000 gar nicht mehr so groß sein kann, das Feld. Habe zwei Aufträge angenommen. Achso, ja. Und zwar Feld 31 und Feld 32 ernten, wo es dann einmal hier 6499 gibt und einmal 10904. Einmal Weizenernte und einmal Rapsernte. Ich denke, das sind doch ganz gute Aufträge für diesen Monat. Aber diesen Monat müssen wir dieses Feld zumindest wahrscheinlich wieder so weit kriegen, dass da Raps draufsteht. Und dann werden wir das Planungstool auch gleich mal probieren. So, ansonsten stehe ich hier bereit zur Ernte. War noch irgend... nee, Schweine sind da. Ah doch, es war noch irgendwas. Und zwar habe ich den billigsten Mix rausgefunden und jetzt fällt er mir gerade nicht ein. Der billigste Mix, wie war denn der... Wie war denn der? Moment, das kriege ich, das kann ich euch gleich sagen. Das war relativ früh. Tabellen. Da, ja, ich habe da gestern eine ganze Weile noch dran gesessen und habe da mal ein bisschen was geguckt. Okay, nee, hier ist drin gespeichert. Hätte ich jetzt aber erwartet, dass es hier drin gespeichert ist. Sehr schön, er hat es nicht gespeichert. Achso,
Super, Schweine gucken. Ja. Der günstigste Mix ist übrigens aus Mais, Gerste, Raps und Rübe. Da kostet mich das Futter dann für 1000 Liter 710,91 € bei normalen Preisen und den wirklich halt den Normpreisen. Wenn man das natürlich zum Maximalpreis nimmt und ähnliches, da kann man dann durchaus schon das Schweinefutter kaufen. Das ist fast genauso teuer. Also das nimmt sich nicht viel. Es ist nicht viel teurer, das Schweinefleisch, was man Schweinefleisch schon. Das Schweinefutter, was man kaufen kann im Shop. Aber ist okay. Vollkommen okay. Aber die Sache ist halt die, ich habe es jetzt ausgerechnet zum Verkaufspreis. Also was ich im Normalfall dafür kriegen würde, wenn ich es zum anvisierten Verkaufspreis verkaufen würde, dann würde es mir quasi 710 € einbringen. Die Erstellungskosten sind natürlich deutlich geringer. Also wenn ich das jetzt selber alles herstelle, mache und ähnliches, natürlich deutlich geringer. Aber es ist zu sehen, dass der Faktor, wenn man das billigste Futter und ähnliches nimmt, ungefähr 2 ist, was man mehr an Geld bekommt. Oh, das hatten wir ja eh schon. So, dass wir sozusagen die Einnahmen, die wir theoretisch aus dem das aber auch hier stehen, ne? Aus den Früchten hätten gegen die Einnahmen, was die Schweine uns bringen, kommen wir ungefähr auf Faktor 2 bei Normalpreisen. Wenn man highpreisige Werte dazu nimmt, könnte das sich schon ein bisschen anders aussehen, aber okay. Ja. Und man muss sagen, wenn man das Spiel auch schwer spielt, sollte man eigentlich fast immer auf Tiere gehen und so viel von den eigenen Produkten zu Tieren umfunktionieren. Denn die Tierpreise scheinen in jedem Schwierigkeitsgrad gleich. Das heißt, die Spanne zwischen den Einnahmen aus Pflanzen und Einnahmen aus Tieren vergrößert sich natürlich, weil die Pflanzenpreise sind ja deutlich geringer. Nur die Preise für die Tiere, die sind halt gleich. Das ist das Coole an der Sache. Ich würde sagen, dass ja, ne, auch einfache ist Tierproduktion absolut unrentabel. Da kriegt man für die Früchte in etwa genauso viel wie für die Tiere, wenn man dann die durchgefiltert hat und ähnliches. Und man hat eigentlich eindeutig mehr Arbeit damit. Das bringt also nichts. Also, ja. Nur so mal am Rande bemerkt, falls ihr es auch schwer spielt und ihr nur mit Feldarbeit euch über Wasser halten wollt, geht in die Tierzucht. Und dann sollte das eigentlich ganz gut rentabler werden und man sehr schnell zu mehr Geld kommt, um sich dann zu erweitern in jeglicher Form, die man ganz gerne haben möchte. So, man hier, das soll warum verhungert, aber ich habe so ein grobes das Gefühl, dass er das hinkriegt hat. Was machen wir? Wenn ich jetzt hier quer den Berg hochfahre, geht schon, das ist jetzt ganz schön quer. Das ist doch unten ganz schön quer. Das ist das Knick hier, ne? Können wir den Buckel hier drüber wechseln und sonst ist wieder gehen. Und dann wird er Schwung holen und dann hoffen wir, dass er bis oben hinkommt. Es ist halt schon ein bisschen steil. Ja, ist ja gut. So, das Ganze müssen wir dann, oder werden wir dann jetzt dann umsetzen, dass wir dann hier auch. Zwischendurch kann ich ja nicht drauf machen. Ne? Aber wenn ich den letzten Monat Absehen machen möchte. Ach du Schande. Also wenn er auf den Boden schleifen würde. Uiuiuiuiui. Der verrückt ja wirklich was. Das ist ja grauenhaft.
Was sieht denn so an dir? Obwohl, das hier steigt noch gar nicht, oder? Also ich hätte jetzt nicht als so schwer angesehen, ich da. Aber naja, gut, okay. Ist wie es ist. Der Nebelwischer quält sich. Ja, wir haben. Ich habe jetzt 90 Schweine einziehen lassen. Wir können natürlich jetzt den ersten Wolf ein bisschen länger dort drin leben oder Geld für uns kriegen lassen. Ich denke mal, den müssen wir nicht direkt nach 5 Monaten verkaufen oder 6 Monaten. Da müssen wir sowieso gucken, wie das dann am günstigsten läuft. Immer einer. Ja. So. Wie das dann am günstigsten läuft, weil ich glaube, ich muss jetzt runterfahren und mich dann ausleeren. Ne? Glaube ich sicherer. Ich glaube, ich mich hier noch einmal quer. Auch mal. Ein Drittel Platz noch. Ich glaube, wir kommen noch einmal quer hier rum. Ich komme hier noch einmal quer bis hinten durch. Auch wenn hier der Ertrag auf dem Ende wahrscheinlich höher sein wird. Ah ja. Ist noch fahren. So, nee, was will ich sagen? Ja, genau. Nee, ich hab vergessen. Recht weg. Achso, wegen Austausch, was soll ich aussehen, genau. Ja, da müssen wir den Plan machen. Also ich möchte ganz gerne eigentlich, dass hier oben Rapsbau ist. Würden wir mit diesem Jahr ja jede Menge machen. Ist schon mal ganz gut, aber wir müssen halt auch auf Mais gehen. Wir müssen Mais machen. Übrigens, die Gesamtflächen für alles Mögliche sind ungefähr 6 Hektar, die ich jetzt zur Fläche brauche, wenn der Stall voll ist, an Futterverbrauch im Jahr. Also da ist auch ordentlich sozusagen das Flächenmanagement jetzt. Wird auch wichtig, dass wir dann alle Früchte mit genügend Fläche bekommen. Also ich brauche alleine 3 Hektar Mais. Wenn ich denn das, die Futtermischung so machen möchte. Und es könnte sein, dass wir Ende diesen, oder jetzt kurz vor Ende dieser Periode, dafür sorgen müssen, dass wir, oder dass ich dazu kaufen muss. So, dann wollen wir doch mal hier jetzt, so. Vom Abfahrt. Ich weiß gar nicht, ob der erkennt, wenn er voll ist. Dass er nicht mehr weiterfährt, aber da glaube ich eher nicht so dran. Aber dann haben wir zumindest jetzt dann eine gerade Schnittkante hier. Und naja, hier sieht man es ja nicht so sehr, wo ich stand oder nicht stand. Es ändert sich aber auch nicht die Bodentextur, ne? Das wurde, wo ich das Stroh hinschmeiße, dass es da dann irgendwie mit Stroh bedeckt aussieht. Hätte ich jetzt fast eigentlich erwartet. Nein. Gute Hülse. So, und dann müssen wir, wo ist er denn? Da ist der Traktor. Natürlich alles schon bereitgestellt. Plan ab. So, da kann ich gerade mal gleich gucken, also was unser aktueller Mix uns kostet. Rübe macht deutlich günstiger als Kartoffel. Also Kartoffel ist wesentlich besser im freien Handel zu verkaufen als zu veredeln. Und es hat mich auch gewundert, dass Raps das günstigere, die günstigere Wahl von allen war. Das hätte ich auch nicht erwartet, also sonst kann man halt einfach mit Raps rechnen. Und ich kann euch dann ja auch mal die Flächen dazu präsentieren. Eigentlich könnte ich das mal ganz kurz. Und dann kann man hier. Was ist das jetzt denn hier? Momenten. Zwei, drei Sachen wieder. Oh, viel zu viele Sachen gleichzeitig im Kopf hat. Das ist immer nicht so ganz so einfach. So, und jetzt auch das rüber wechseln. Und ich hoffe, ihr könnt es erkennen.
Also die Fläche für Mais sind ungefähr 3 Hektar. Ne? Wenn man das alles mit Hirse macht, bräuchte man wesentlich mehr. Deswegen Hirse macht deutlich teurer. Wir haben jetzt momentan Hirse drin, wir haben Gerste drin. Gerste ist aber mit in den günstigeren Bereich. Bräuchten wir ungefähr 1,6 Hektar dafür und für die Gerste und für den Raps brauchen wir auch 1,8 Hektar ungefähr im Jahr. Und hier, na gut, drüben 0,6 Hektar. Der teuerste Mix ist übrigens der hier hinten. Das ist dann halt mit Hirse. Und Hirse macht es wirklich teuer. Also da sieht man schon, alleine das sind über 40 Euro auf 1000 Liter, die den Unterschied machen zwischen Hirse und ähnlichem. Ja. Na gut. So. Das zu dem. Wieder zum Spiel. So. Also da, ja, sag ich mal, haben wir noch ein bisschen. Hab ich noch ein bisschen geguckt. Wie das so alles funktioniert mit den einzelnen Fruchtsorten und ähnlichem und wie viel Fläche man dafür braucht. Und wie gesagt, die günstigste Variante ist auf die günstigste Fläche. Und da braucht man insgesamt für alle Tiere dann 6 Hektar. Alles sozusagen da. Aber wir müssen dann halt auf Mais gehen, das ist jetzt sozusagen die nächste Stufe, dass wir Mais machen. Wahrscheinlich so, ja, eigentlich könnte ich ja statt Raps Mais machen, ja, ich brauche Raps. Statt Hirse könnte ich Mais machen. Moment, bremsen Sie sich mal. So. Wie viel müsste die zweite Bahn sein? Genau. In die falsche Richtung. In die richtige Richtung. So. Sehr schön. Gut, ich fahre da schon durch. Wir können hier unten nochmal quer fahren. Und eigentlich könnten wir hier oben auch nochmal quer fahren. Dass wir dann die Sachen raushaben. Also muss gucken, dass wir dann irgendwie so. Achso, eben auch abladen. Kann ich gar nicht so ein Tigerfeld machen. Ne? Das ist eigentlich doch jede Bahn einzeln fahren. Naja, gucken wir mal. Ja, wenn wir gucken, dann müsste ich jetzt wirklich welche rankriegen. Und Hirse müsste ich dann eigentlich nur für unsere Mehlgeschichte machen, ne? Obwohl auch Weizen ist richtig eigentlich, ne? So Hirse, wie die Hirse, Hirse, hier kommen wir, das den besten Schnitt gemacht hat bei der beim Mehl, ne? Rein finanziell und so, wenn du nachher ein Brot rauswirft und so, dass das am besten funktioniert. Na gut, gucken wir mal, wie gut oder schlecht das geht. Ja, auch hier kommen wir, dann nehmen wir mal einen Querschnitt hier rein. Oh, der Autopilot ist noch und deswegen geht es nicht rückwärts zu fahren. Vergesse ich immer, dass wenn ich einen Autopilot habe und ich dann die Richtung drehe, dass er dann anhält. Und nicht nur vorwärts wird, sondern er hält einfach nur an. Er fängt gar nicht um rückwärts zu fahren. Das ist er eigen. Nicht oder schlimm, kann er ja machen. So. Wollen wir hier Querschnitte mal runterfahren? Dann fahren wir. Könnten wir noch einmal im Hof fahren. Und im Hof fahren ich ja nicht, weil wir so eine Fälle. Dass wir dann einfach den Fläche haben, wo wir dann mit dem Monstrum hier drehen können. Ja, ich werde das den ganzen Grad ernten. Und dann werden wir uns wahrscheinlich bei den Aufwasserarbeiten wieder sehen. Da freue ich mich auch schon drauf. Erstens, weil ich dann Weizen in mein Lager wieder oben bekomme zur Weiterverarbeitung. Und wir werden, ich muss mal gucken, wie Mais ausgeht, aber wann Mais ist. Auszusehen ist oder das nächstes Jahr warten können, weil dann würde ich dieses Feld hier nicht für Raps, sondern für Mais machen. Den Raps habe ich eigentlich jetzt erstmal vorrätig. Den Mühle würde ich jetzt nicht machen wollen und dann machen wir nächstes Jahr wieder auf den großen Namen Raps. Dann haben wir eigentlich den Raps für 3 Jahre. Nee, haben wir nicht. Dafür reicht die Fläche nicht aus. Reicht die Fläche nicht aus für 2 Monate. Okay, hätten wir das auch.
ein anderes kleines Projekt noch abzumachen. Ich habe gerade keins frei, ne? Das Gerstenfeld ist frei. Ich habe Gerste drauf. Das ist auch schon umgebrudelt. Ja, man muss nicht gucken kann. Ne? Und ich könnte das kleine Feld darunter zukaufen, rüber zukaufen, das ist zu teuer, da kriegst du zu viel Wiese mit dabei. Ich habe eher schon mit dem, das ist 43er Feld umbeugelt. Und das mit dem 42er zu verbinden, nämlich 41 und 42 verbinden, sondern 42 und 43. Das hätte dann ungefähr 2,5 Hektar überbrochen für die Zuckerrüben. Ja, das ist ja schon cool. Wenn wir das dann so zusammenkriegen würden. Jetzt haben wir einmal mal hier von oben nach unten, dann können wir mal rum. Ich glaube, das ist deutlich schneller, wenn ich jetzt einmal von Hand bis da hoch eier, umdrehe und dann wieder rückwärts runterfahre zum Abschneiden. Als wenn ich mich dann hier wieder mit 4 km/h hochquäle. So, dann können wir unten auch wieder nochmal querfahren. Da können wir unten gleich auf die Schnittkante gehen, dass wir dann gleichmäßig anfangen. Muss man mal gucken, wie viel da stehen bleibt. Ich hoffe, dass das nicht so ein Meterstreifen nachher ist. Und dass wir dann schön fein säuberlich alles vom Feld herunterbekommen. Gut, also, die Schweine werden auf jeden Fall ganz gut zu Potte kommen. Die müssen jetzt, ich weiß gar nicht, ob die jetzt schon an Wert gewonnen haben. Im Übrigen ist ja auf manchen Webseiten der Verkaufspreis für die geschlechtsreifen Schweine, die ich jetzt gekauft habe, die teure Variante, dann sind die auch am Geldofen. Das ist ja ordentlich, was für Schweine ausgegangen. Können wir noch mal ganz kurz gucken, wie viele Tier-Einkäufer ausgegeben haben. Der hält schon an, ne? Ja, na egal. So, nein, alles nicht, ja, doch, hat er nicht gehalten. So, also unsere Tierchen, unsere Schweinchen hier unten, die sind jetzt 168 Euro wert, weil sie 8% haben bloß, also da ist noch ein bisschen Platz. Ein bisschen Gülle haben sie auch schon produziert, das ist schon mal ganz gut. Das sollte jetzt auch gut abgehen, die Gülle. Der Verbrauch im Jahr sollte auch niedriger sein als das, was hier steht. Ich glaube, es sind so 20.000 ungefähr gewesen, also das müsste schon fast reichen für ein Jahr Stroh. Ist also alles machbar, also was man da an Stroh verbraucht, wie gesagt. Ja, und dann können wir ja mal ganz kurz gucken bei den Finanzen, was ich für die Baukosten und neue Tiere kaufen. Ich habe fast 50.000 für die Tiere. Aber ich möchte halt schnell jetzt vorankommen, dass ich schnell mit den Tieren dort, also dass Reproduktion sozusagen im nächsten Monat schon losgeht, beziehungsweise eigentlich ja, im nächsten Monat losgeht das erste Mal. Und wir in 4 Monaten die ersten Jungschweine haben und dann nochmal 4 Monate weiter die nächsten Jungschweine dazukommen. Und dann einen Monat weiter, dann müsste ja der erste Verkauf anstehen von den ersten Schweinen, beziehungsweise dann, bevor wir das nächste Mal verkaufen, werden wir die anderen verkaufen. Das ist dann durchaus noch da. Gut, dann würde ich sagen, war's das für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.